So, im heutigen Video spiele ich dann mit dem Tablet wieder, und zwar gegen Duos, weil ja das letzte Video so gut ankam. Ich bin mal gespannt, wie gut es jetzt funktioniert. Ich habe jetzt noch keine Runde gespielt mit dem Tablet. Ich habe es nur mal wieder von den Settings so angepasst, dass es funktionieren sollte. Ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen. Ist natürlich wieder alles ein bisschen ruckeliger, als ich sonst gewohnt bin. Mein Plan ist es hauptsächlich auf Reichweite zu gehen, und ich habe jetzt auch mal Munition genommen, die auch Gegner beschäftigt, also längerfristig. Entschuldigung. Ja, geht doch. Ich habe hier in der einen Munition habe ich Brand drin. Und Moment mal, ich muss ganz dringend. Hallo? Ist das ein Gegner? Ja, das ist ein Gegner. Und ich sollte dringend weg. Ich verstehe bis heute nicht, warum man den Skin benutzt, weil man kann den Spieler relativ leicht erkennen. Oh, das ist so ruckelig. So, jetzt bin ich beinahe schon am Compound. Jetzt wird's richtig spannend. Okay, interessant. Das sind Gegner auf jeden Fall. In die Richtung. Muss jetzt höllisch aufpassen, was ich mache. Die sind wahrscheinlich in diesem typischen Standardgebüsch dort hinten. Ist natürlich mal wieder ganz bescheuert, weil sobald ich jetzt anfange, auf die zu schießen, kommt irgendjemand zum Abstauben vorbei. Oh oh. Ich kann gerade nicht ganz zuordnen, wo der ist. Auf dem Dach, alles klar. Probieren wir mal unser Glück. Sobald er still steht, schieße ich. Okay, alles klar. So viel dazu. Ah, jetzt kommt der Teammate wahrscheinlich. Hä? Was macht denn der? Vielleicht hat er eigentlich was anderes machen wollen. Habe ich doch gewusst, dass da gleich jemand guckt. Das heißt in anderen Worten, das Bounty-Team ist noch quick lebendig. Oh oh. Die wollen mich pushen. Ich hör's doch. Oh oh, ja, wollen sie. Uah. Muss man einfach nur kurz seine Position wechseln, dann sollte das kein Problem sein. Die wissen schon, wo ich bin. Ah, da ist ja noch mal jemand. Na, ja, es sind beide da, super. Okay, das war Nummer 1. Und der zweite ist auf dem Heuballen, wenn ich es richtig gehört habe. Genau.
habe ich das ja hier. So, hoffentlich ist der lang genug beschäftigt. Wenn ich den jetzt eingesperrt habe, ich habe den eingesperrt. So, ich muss mal ganz kurz nachladen, bevor ich irgendwas mache. Aber es scheint auf jeden Fall der letzte zu sein. Ich kann gerade nicht zuordnen, wo der genau ist. Das ist jetzt sehr riskant, was ich mache. Okay, aber hat funktioniert. Okay, Chichi. Ich bin gerade ein bisschen nur verwundert, weil ich bin jetzt eigentlich gerade überhaupt nicht dran gewöhnt. Warte mal, ich kann ja hier kurz Munition auffüllen. Ich bleibe mal trotzdem bei der Waffe. Und da habe ich so schöne Headshots gemacht, man weiß ja nie. Dolch nehme ich natürlich mit. Ich finde es gerade nur komisch, also es fühlt sich schlechter an, also es fühlt sich ruckliger an. Aber vielleicht genau deswegen nehme ich mir mehr Zeit zum Zielen, weil normalerweise versuche ich immer so schnelle Flickshots zu machen und treffe dann halt nie was. So, ich check nochmal ganz kurz. Oh, das Umdrehen ist katastrophal. Also Shotguns hätte ich gar nicht spielen brauchen. Das wäre nichts geworden. Die spielen alle mit so OP-Sachen, das ist nicht mehr normal. Ich hatte mir am Anfang überlegt, ob ich dann doch lieber Shotguns mitnehmen soll. Gerade irgendwie die Caldwell mit den zwei Schüssen. Wenn man es gut macht, kriegt man es auch hin, dass man zwei Leute one-shottet relativ zügig hintereinander. Und das ist natürlich auch sehr wichtig, weil in Hand Showdown geht die Runde zwar lang, aber wenn es mal ums Kämpfen geht, dann geht es halt darum, die Leute schnell zu killen. Also wirklich nur in den seltensten Fällen hat man irgendwie lange Zeit, irgendwie zu zielen oder sich zu positionieren, dies und das. Und ja, ich wollte halt die Shotgun nicht nehmen, weil ich mir das schon gedacht habe, mit dem Umdrehen ist wirklich katastrophal. Also das Zielen in der Ferne ist auch schwierig, aber das hat jetzt doch relativ gut geklappt. Es ist zwar ja schwierig, aber halt nicht so schwierig, wie wenn ich jetzt mich komplett umdrehen müsste und die Distanz kann ich nicht noch weiter hoch machen. Weil sonst treffe ich gar nichts mehr in der Nähe. Also das kann ich alles auch nicht machen. Naja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Anschauen. Das wäre es auf jeden Fall mit diesem Video gewesen. Wenn Interesse besteht, würde ich dann, wenn das Video halt wieder so gut ankommt wie das letzte Video mit dem Tablet, dann würde ich das auf jeden Fall mal gegen Trios machen. Und ja, bin mal gespannt, wie das dann funktioniert, ob ich das auch dann First Strike direkt hinbekomme. Und sollte dann das Trios auch gut ankommen, dann würde ich mal Naked Run probieren, auch gegen Trios mit einem Tablet. Das könnte wahrscheinlich auch sehr interessant werden. Und ja, vielen Dank fürs Anschauen von dem Video und sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!